Heute geht es um die Arbeit des UN-Sozialausschusses. Das ist ein Webinar, das so ein bisschen eine Klammer auch bietet für Folgewebinare, vor allem für die nächsten beiden Webinare. Da kommen wir im Verlauf nochmal drauf, wenn es konkret um die Staatenberichterstattung an den UN-Sozialpakt geht. So, jetzt muss ich einmal versuchen, das genau. So, also heute, wie gesagt, eher eine Übersicht in die Arbeit des UN-Sozialausschusses. Erstmal die Frage danach, welche Aufgaben hat der UN-Sozialausschuss, wie setzt er sich zusammen, wie laufen die Sitzungen ab, sehr konkret, und dann schwerpunktmäßig einen Überblick über die Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher Beteiligung, und zum Schluss würde ich dann ein, zwei Kommentare noch machen zur Frage, wie wirkungsvoll die Arbeit des UN-Sozialausschusses denn eigentlich ist, weil das ist in der Regel das, was die Leute auch zum Schluss dann nochmal interessiert. Genau, der UN-Sozialausschuss, wir diskutieren das ja heute oder besprechen das heute ja im Zusammenhang mit dem UN-Sozialpakt, und Ausgangslage war eben die Frage, welches Gremium soll denn dafür zuständig sein, zu überprüfen, inwieweit die Staaten die Bestimmungen des UN-Sozialpaktes auch einhalten? Zur Erinnerung, der UN-Sozialpakt wurde 1966 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und dann eben von den einzelnen Staaten ratifiziert und trat 1976 in Kraft. Wenn man jetzt in den Text des UN-Sozialpakts reinschaut, dann findet man überhaupt keine Aussage über den UN-Sozialausschuss, von dem wir heute sprechen, weil zu dem Zeitpunkt, als der Pakt verabschiedet wurde und auch noch, bis er in Kraft getreten ist, war nicht der UN-Sozialausschuss zuständig, sondern eben das ECOSOC, das ist der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Das ist eines der sechs Hauptgremien der Vereinten Nationen und setzt sich zusammen eben aus 53 Staatenvertretern. Das heißt, ursprünglich war vorgesehen, dass ein Staatengremium dafür zuständig ist, zu prüfen, ob die Staaten, die den Pakt ratifiziert haben, den auch einhalten. Erst Mitte der 80er Jahre hat man dann beschlossen, dass es doch sinnvoller wäre, einen Expertenausschuss einzurichten, so wie das auch bei den anderen Menschenrechtsabkommen üblich ist. Das heißt, man hat dann im ECOSOC beschlossen, wir richten eben den UN-Sozialausschuss ein, und der UN-Sozialausschuss ist sozusagen ein Untergremium oder ein Gremium, das sozusagen dem ECOSOC dann zugeordnet ist. Das heißt, wir haben eigentlich erst seit 1985 eine ähnliche Konstruktion wie bei den anderen Abkommen. Nochmal komplizierter im Praktischen wird es dann dadurch, dass die Zuarbeit zum UN-Sozialausschuss nicht durch den ECOSOC erfolgt, sondern über das Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf, das Office of the High Commissioner for Human Rights. Das heißt, wenn man mehr Informationen zu der Arbeit des UN-Sozialausschusses finden möchte im Internet, dann geht man eben nicht zum ECOSOC, sondern dann geht man zum Hochkommissariat für Menschenrechte. Wer das schon mal ausprobiert ist, ist eine relativ komplizierte Website. Wir haben deshalb für alle, die Interesse haben, mal einen kleinen Wegweiser durch die Website des UN-Sozialausschusses erarbeitet. Das findet man bei uns auf der Website als Download, damit man sich dann einfacher da durchklicken kann. So, was sind die Kernaufgaben jetzt des UN-Sozialausschusses? Zum einen ist der Ausschuss das Gremium, das Rechtskommentare abgibt. Das heißt, der Ausschuss ist dafür zuständig, den Pakt an sich auszulegen, genauer zu erklären, was denn eigentlich die rechtlichen Bestimmungen in dem Pakt sind. Und er macht das in Form von sogenannten General Comments. Wir kommen später nochmal darauf, aber das ist eine ganz zentrale Aufgabe eben, die dem Ausschuss übertragen worden ist. Die Aufgabe, die am zeitaufwendigsten ist, ist die Prüfung von Staatenberichten. Jeder Staat, der ratifiziert hat den Pakt, muss alle 5 Jahre einen Bericht einreichen, in dem er darüber berichtet, inwieweit die Rechte aus dem Pakt im eigenen Land umgesetzt worden sind. Und dann schließt sich eben ein Verfahren an, in dem der Ausschuss diese Staatenberichte prüft.
Auch dazu kommen wir nachher nochmal. Dadurch, dass es inzwischen ja über 160 Staaten sind, die ratifiziert haben, kann man sich schon vorstellen, dass das eine ganze Menge Arbeit bedeutet, wenn man eben zumindest theoretisch alle 5 Jahre entsprechende Berichte prüfen muss. Seit 2008 ist eine neue Aufgabe hinzugekommen für den UN-Sozialausschuss, und zwar ist es auch seitdem möglich, Individualbeschwerden einzureichen bei dem Ausschuss. Das heißt, nach Ausschöpfung des nationalen Rechtsweges kann man Beschwerde einreichen beim UN-Sozialausschuss. Und was oft vergessen wird, es gibt inzwischen auch eine Untersuchungsbefugnis, das heißt, der Ausschuss kann auch selber initiativ werden. Beides gilt aber nur, sowohl die Individualbeschwerde als auch die Untersuchungsbefugnis, für die Staaten, die das explizit anerkannt haben, nämlich über ein optionales Zusatzprotokoll, das ratifiziert werden muss. Und das betrifft heute gerade mal 21 Staaten. Die Frage nach den Mitgliedern des Ausschusses. Ich habe gerade erklärt, dass es früher eben mit dem ECOSOC Regierungsvertreter waren, die diese Aufgabe übernommen haben, und man dann eben gewechselt hat zu einem Expertenausschuss. Das heißt, der ist heute besetzt mit 18 unabhängigen Experten, die aber eben nach wie vor durch den ECOSOC gewählt werden. Es gibt einen entsprechenden regionalen Proporz, und dann wird immer die Hälfte der Expertinnen ausgetauscht nach einer bestimmten Periode. Das unterscheidet sich auch wiederum von anderen Vertragsorganen, also zum Beispiel der Internationale Pakt über bürgerlich-politische Rechte. Da sind es wirklich die Mitgliedstaaten, also die Staaten, die diesen Pakt ratifiziert haben, die dann die Wahl vornehmen. Ja, also nicht jeder, also oder nur diejenigen, die wirklich auch sich selber zu dem Pakt bekennen, haben dann eben Recht, diese Experten mit zu benennen. Hier ist es anders, weil das eben noch an den ECOSOC gebunden ist. Ich habe auf der rechten Seite mal die aktuelle Tabelle aufgenommen, wo man sehen kann, wer aktuell in dem im UN-Sozialausschuss aktiv ist. Ich denke, für die meisten, die jetzt hier dabei sind, besonders interessant ist eben Olivier de Schutter, der sehr lange UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung war und jetzt die erste Amtsperiode im UN-Sozialausschuss wahrnimmt. Das ist natürlich besonders interessant, wenn jemand, der sehr viel Erfahrung auch mit Menschenrechten hat, auch im UN-System schon viel gearbeitet hat, dann eben auch seine Expertise in einem solchen Ausschuss zur Verfügung stellt. Für uns auch besonders interessant sind die Wahlen, die jetzt im April diesen Jahres anstehen. Da wird, wie gesagt, es wird dann immer die Hälfte der Mitglieder ausgetauscht, und es werden auch 2 neue Vertreter für Europa, für Westeuropa gewählt, und einer der Kandidaten für die beiden Plätze ist Michael Windfuhr, der aktuell der Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte ist. Auch da denke ich, eine sehr, sehr gute Besetzung. Der Sozialausschuss trifft sich regelmäßig zu längeren Sitzungen in Genf. Das macht Sinn, weil ja die Vertreter aus allen Teilen der Welt kommen und man natürlich physische Treffen braucht. Es gab sehr lange, war es so, dass der Ausschuss sich nur 2-mal im Jahr getroffen hat für jeweils 3 Wochen. Im letzten Jahr hat dann der Sozialausschuss beim ECOSOC beantragt, dass er eben zusätzliche Tagungszeit bekommt, weil wahnsinnig viele Staatenberichte einfach liegen bleiben und der Ausschuss mit der Arbeit gar nicht hinterherkommt. Das heißt, jetzt ist es so, ab diesem Jahr, dass der Ausschuss 3-mal jährlich sich zu 2-wöchigen Sitzungen in Genf trifft. Das sind dann sogenannte Sessions. Und es gibt zusätzlich dann für eine kleinere Gruppe, also in der Regel sind das dann 6 Personen von den 18, die sich noch eine zusätzliche Woche treffen zu sogenannten Pre-Sessional Working Groups. Wofür die relevant sind, komme ich gleich beim Thema Staatenbericht. Grundsätzlich ist es so, dass an den öffentlichen Sitzungen des Ausschusses jeder teilnehmen kann, der eine Organisation vertritt. Also es gibt ja andere Gremien, wo eine Teilnahme an öffentlichen Sitzungen abhängig davon gemacht wird, ob
die Organisation akkreditiert ist bei den Vereinten Nationen. Hier, der Ausschuss macht diese Regelung nicht. Man muss sich allerdings 10 Tage vor der Sitzung eben auch anmelden. Das wird geprüft und entsprechend bekommt man dann eben Erlaubnis, dass man teilnehmen kann. Öffentlich behandelt werden in erster Linie die Staatenberichte. Also wenn die Regierungen vor Ort sind und mit dem Ausschuss in einen Dialog treten und der Ausschuss eben dann die Befragung der Regierungen vornimmt, das ist in der Regel öffentlich. Das, wenn man möchte, kann man sich das eben auch mal ansehen. Nicht öffentlich ist grundsätzlich die Behandlung von den Individualbeschwerden, weil es da natürlich auch um sehr kritische Diskussionen gehen kann, wo eben auch der Ausschuss unter sich sehr stark debattiert. Dann gibt es eben noch Veranstaltungen, wo in erster Linie ausgewählte Expertinnen eingeladen werden. Das ist dann sehr stark um thematische Debatten. Ich hatte ja gesagt, eine der Aufgaben ist es, von dem Sozialausschuss Rechtskommentare zu erarbeiten und entsprechend geht er da eben auch in Diskussionen mit Organisationen, die Erfahrung haben. Zu den Beteiligungsmöglichkeiten wäre eben dann gerade einer der ersten bei der Erarbeitung von solchen Rechtskommentaren, also die sogenannten General Comments. Da eben der Verweis auf das nächste Webinar am 11. April mit Rolf Künnemann von FIAN. Da wird er sehr stark darauf eingehen, wie sich denn die Rechtsprechung oder ja, das konzeptionelle Verständnis zum Menschenrecht auf Nahrung entwickelt hat in der Arbeit des Ausschusses. Es gab ja 1999 den General Comment zum Recht auf Nahrung. Seitdem hat sich natürlich sehr viel getan und ich gehe davon aus, Rolf wird eben auch diese Diskussion mit aufgreifen und die Frage, ja, wie findet denn auch eine Erweiterung oder eine Diskussion statt, nachdem es zum Beispiel einen General Comment gegeben hat. Grundsätzlich muss man sagen, die Kommentare des Ausschusses, auch wenn wir die gerne eben mit Rechtskommentaren übersetzen, sind nicht rechtlich bindend. Also es gibt keine direkte Verpflichtung der Staaten, dann diese Rechtskommentare auch anzuwenden, sondern das, was wirklich verbindlich ist, ist der Vertragstext, also des UN-Sozialpaktes. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass ja der UN-Sozialausschuss explizit von den Vereinten Nationen beauftragt worden ist, eben solche Kommentare zu erarbeiten und entsprechend hat er eben eine gewisse Autorität. Und es ist, man muss schon erklären, wenn man zum Beispiel eine andere Interpretation des Vertragstextes einnimmt, als die, die der Ausschuss selber vorgenommen hat. Also hier auch wie sehr vieles im Völkerrecht eben eine sehr dynamische Auseinandersetzung. Bis heute, also der Ausschuss hat letztlich dann, wurde ja 1985 eingesetzt, hat dann 87 mit der Arbeit begonnen und hat bis heute 23 Rechtskommentare verabschiedet. Ganz aktuell liegen seit Freitag letzte Woche 2 neue vor, weil der Ausschuss letzte Woche eine Session zu Ende gebracht hat. Und das ist eben zum einen die Nummer 22 zum Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und die Nummer 23 zum Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen. Und der Ausschuss hat selber in seinem Bericht über die Arbeit der letzten 2 Wochen geschrieben, dass er eben aktuell vor allem an einem Rechtskommentar zum Thema Menschenrechte, Umwelt und Entwicklung arbeitet. Mit die bedeutendste Beteiligungsmöglichkeit für Nichtregierungsorganisationen ist auf jeden Fall das Staatenberichtsverfahren. Ich werde auch hier jetzt erstmal nur einen groben Überblick über das Verfahren selber geben. Und es gibt dann 2 Möglichkeiten, ins Detail zu gehen. Zum einen beim Webinar mit Gertrud Falk am 2. Mai. Da wird es um das Staatenberichtsverfahren zu Uganda gehen, das letztes Jahr stattgefunden hat. Und dann im Juni, also übernächstes Webinar, dann mit Ingo Stamm, der 2011 maßgeblich die Parallelberichterstattung zu Deutschland mit koordiniert hat.
Deutschland muss, also die deutsche Bundesregierung ist aufgefordert, bis Ende Juni ihren nächsten Staatenbericht einzureichen bei dem Ausschuss. Das wird sich wahrscheinlich etwas verzögern, aber auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Und entsprechend, denke ich, wird es bei dem Webinar sehr stark auch darum gehen, wie kann denn das nächste Mal in der nächsten Runde auch die Beteiligung der deutschen Zivilgesellschaft funktionieren. Grundsätzlich ist der Ablauf so, dass der Staat einen entsprechenden Bericht erarbeitet. In Deutschland ist es so, dass da alle Ressorts der Bundesregierung dran beteiligt sind. Inzwischen ganz frisch jetzt dazugekommen auch das Verteidigungsministerium. Da wird eben abgestimmt, jeder liefert seinen Beitrag und zum Schluss steht eben ein Staatenbericht unter Koordination des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das dann eben diesen Bericht beim UN-Sozialausschuss einreicht. Der Ausschuss schaut dann erstmal, was er alles auf der Tagesordnung hat und versucht eben, wird einen Termin festlegen, zu dem eben der Ausschuss dann den Staatenbericht behandeln wird. Grundsätzlich ist es so, dass der Ausschuss ein sehr großes Interesse daran hat, dass Zivilgesellschaft zusätzliche Informationen bereitstellen. Es ist man kann erstmal davon ausgehen, dass die Staaten doch relativ positiv berichten. Also es gilt natürlich als gute Staatenpraxis, dass man auch mal etwas kritisch sieht oder Probleme aufzeigt. Aber letztlich geht es natürlich darum, darzustellen, was hat der Staat, was hat die Regierung in den letzten 5 Jahren alles Positives getan, damit die Bestimmungen des Paktes auch umgesetzt werden. Der Ausschuss selber, wie gesagt, ich habe es gesagt, der Zuarbeit erhält der Ausschuss vom Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf, aber auch da mit einer sehr, sehr mageren Besetzung. Das heißt, um wirklich ausreichend Informationen zu haben, andere Sichtweisen zu haben, ist es wichtig, dass Zivilgesellschaft aus den Ländern selber eben auch Berichte einreicht. Die Fristen dazu findet man dann eben auch auf der Website, nachdem eben klar ist, wann der Staatenbericht behandelt werden soll. Das Ganze geht dann in 2 Schritten vor sich. Das erste ist, dass etwa 6 Monate, bevor der Ausschuss dann die Regierung einberuft und mit der Regierung diskutiert, es eine Sitzung gibt, und das ist das, was ich vorhin mit Pre-Sessional Working Group beschrieben habe. Das ist eben eine Arbeitsgruppensitzung, bei der dann ein Berichterstatter ernannt wird aus dem Ausschuss, der eben für dieses Land zuständig ist. Und bei dieser Sitzung wird ein Fragenkatalog erarbeitet. Das heißt, man versucht da schon mal etwas zu filtern, was sind dann eigentlich die wichtigen Fragen, die man der Regierung stellen sollte. Also wo sind die kritischsten Punkte? Und hier ist eben eine ganz zentrale Einwirkungsmöglichkeit für die Zivilgesellschaft, sehr konkret selber Vorschläge zu machen. Ja? Also was man aus Sicht der Zivilgesellschaft denkt, die wichtigsten Themen sind, was auf jeden Fall als Fragen an die Regierung gestellt werden sollte. Das wird dann zusammengefasst in der sogenannten List of Issues, die eben auch veröffentlicht wird. Das heißt, Zivilgesellschaft hat auch einen Einblick da rein, was die Themen sein werden, auf die sich der Ausschuss höchstwahrscheinlich konzentrieren wird. Also natürlich ist es möglich, auch noch andere Themen zu setzen, aber das ist schon mal ein Zeichen, hier möchten wir genau hinschauen. Der Staat oder die Regierung ist dann angehalten, eben auch konkret zu diesen Fragen zu antworten. Das dauert dann manchmal sehr lange, also dass man das erst sehr kurz vor der eigentlichen Sitzung vorliegen hat. Aber NGOs können natürlich genauso auf diese Fragen antworten und ihre Sicht der Dinge eben darstellen. Zur Hauptsitzung, also der eigentlichen Sitzung, wo es um die Behandlung des Staatenberichts geht, kann man dann eben nochmal umfassendere Berichte auch einreichen. Wie gesagt, sehr gut, wenn die auf die List of Issues konkret eingeht. Und der Ausschuss hat immer das Interesse, dass es möglichst kompakt ist, dass sich Organisationen auch zusammentun, damit das eben eine Art von Information ist, die der Ausschuss auch wirklich verarbeiten kann in sehr wenig Zeit und mit wenig Kapazitäten.
Die Sitzung läuft dann so ab, dass es eine öffentliche Anhörung gibt, erstmal von der Zivilgesellschaft und den nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Das findet in der Regel dann am Montag statt. Ja, also wenn die ganze Woche dann Staatenberichte diskutiert werden, dann fängt man an am Montag mit der Zivilgesellschaft. Und dann kommt eben die Regierungsdelegation, dann gibt es eben einen Dialog und der kann dann eben einen ganzen Tag dauern, manchmal auch anderthalb Tage, in dem eben kritische Fragen gestellt werden, diskutiert wird, die Sicht der Dinge der Regierung und des Ausschusses miteinander konfrontiert werden. An dem Punkt hat die Zivilgesellschaft kein Rederecht. Also dass sich das so entwickelt hat, dass Zivilgesellschaft überhaupt offiziell im Ausschuss reden kann, ist eher eine Entwicklung gewesen, weil man gemerkt hat, wie notwendig das eigentlich ist. Die Staaten sehen das aber nicht unbedingt so gerne. Das heißt, man hat einen klaren Raum, wo man sagt, so jetzt geht es wirklich um Regierung und Ausschuss und die NGOs haben an der Stelle eben nichts zu suchen. Möglichkeiten für die NGOs, zusätzlich mit den Ausschussmitgliedern zu sprechen, gibt es auch noch sogenannte Lunchbriefings. Da werden dann manchmal auch heikle Sachen angesprochen, also nicht alles, was von Zivilgesellschaft als notwendig gesehen wird, dass der Ausschuss weiß, kann wirklich in öffentlicher Sitzung gesagt werden. Das heißt, diese Lunchbriefings sind dann immer noch eine Möglichkeit, in einem geschützteren Rahmen vielleicht Dinge auch auszusprechen. Als nächstes der Ausschuss geht dann eben davon aus, er hat jetzt ausreichend Informationen, beziehungsweise es ist einfach ein Punkt gekommen, wo dann Schluss ist und der Ausschuss eben auf Grundlage der Informationen, die vorliegen, dann sich eine Meinung bilden muss. Wichtig ist eben der Berichterstatter, aber auch alle anderen Ausschussmitglieder beraten dann gemeinsam darüber, welche Empfehlungen dann an den Staat abzugeben sind. Und diese werden dann eben in sogenannten Concluding Observations veröffentlicht, dem Staat überreicht und der Staat wird eben aufgefordert, diese auch öffentlich zu machen, dazu Stellung zu beziehen, mit der Zivilgesellschaft zu debattieren und so weiter. Die dritte Ebene der Beteiligungsmöglichkeiten ist die spezifischste, weil es ein Instrument ist, das ohne Zivilgesellschaft gar nicht funktionieren würde, und zwar die Individualbeschwerde. Auch hier haben wir ein Webinar geplant, allerdings eher wahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Das muss man mal sehen, weil das noch ein sehr neues Instrument ist und entsprechend gut ist, noch ein bisschen die Erfahrung auch dieses Jahres mehr abzusehen, dass man ein bisschen mehr Material hat, mit dem man dann arbeiten kann. Grundsätzlich ist es so, dass sich ja bei dem UN-Sozialpakt um ein Instrument handelt auf internationaler Ebene, also ein internationales Menschenrechtsabkommen. Und einer der Vorteile von internationalen Menschenrechtsabkommen ist ja, dass man auf dieser Grundlage Staaten international zur Rechenschaft ziehen kann. Ein Instrument hatten wir gerade besprochen, das ist sozusagen das Staatenberichtsverfahren. Also man zieht den Staat zur Verantwortung darüber, oder da in der Form, dass er berichten muss. Eine andere Möglichkeit aber ist, dass man den Staat herausfordert, sich wirklich zu Einzelfällen auch zu rechtfertigen. Das kennt man gut aus den regionalen Menschenrechtssystemen, wo das ja sogar die Form von Gerichtshöfen annimmt, wie zum Beispiel eben der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, der ja die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention überwacht. Zu den Pakten auf UNO-Ebene gibt es eben keinen eigenen Menschenrechtsgerichtshof. Deshalb muss man sich darauf beschränken, dass solche Beschwerden eben durch, in unserem Fall, dem UN-Sozialausschuss geprüft werden. Grundsätzlich ist aber eigentlich das gleiche, der Ausgangspunkt eigentlich derselbe wie bei, wie wenn ich mir überlege, ob ich zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehe. Nämlich, ich muss erstmal den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben. Das heißt, ich muss darlegen können, dass ich
auf nationaler Ebene kein Recht bekommen habe. Und ich muss darlegen, dass meine Rechte, die durch den UN-Sozialpakt geschützt sind, verletzt worden sind. Wenn ich das mache, dann kann ich eben beim UN-Sozialausschuss eine Beschwerde einreichen. Die Beschwerde muss immer von den Betroffenen selber eingereicht werden, aber es können natürlich, Zivilgesellschaft muss in der Regel unterstützen, weil das natürlich die Kenntnis der Verfahren, die Kenntnis dessen, wie man das Ganze am besten formuliert, auch der Rechtsbeistand, der ja schon national notwendig war, ja, also dass man das eben gemeinsam erarbeitet, in welcher Form man das dann am besten dem UN-Sozialausschuss vorlegt. Der Ausschuss wiederum prüft dann zum einen überhaupt erstmal, ob diese Beschwerde zulässig ist und dann in den zweiten Schritt, ob jetzt eine Verletzung des Pakts vorliegt. Wenn dem so ist, dann wird der Ausschuss eben eine entsprechende Empfehlung wieder abgeben an den Staat. Und genau, jetzt, ich hatte es gerade schon erwähnt, bisher gibt es eben nicht sehr viel Erfahrung. Es gibt bisher nur eine erfolgreiche Beschwerde zum Recht auf Wohnen in Spanien. Da ging es eben darum, dass eine Frau ihre Wohnung verloren hat, weil die zuständigen Prozedere nicht eingehalten worden sind und sie sozusagen die Zustellung von Rechtsdokumenten nicht rechtzeitig erhalten hat, weil die eben nicht per Post zugestellt wurden, sondern nur öffentlich ausgehangen worden sind. Das war eine Beschwerde im letzten Jahr. Das ist dann so, dass der Ausschuss eben eine Empfehlung an den Staat abgeben kann. Also er hat in diesem Fall festgestellt, das Recht auf Wohnen ist verletzt worden, dadurch, dass es keinen ordentlichen Rechtsweg gab für die Frau. Die Frau hatte überhaupt gar nicht die Möglichkeit, noch Widerspruch einzulegen. Das hat er sozusagen festgestellt und dann die spanische Regierung aufgefordert oder den spanischen Staat Abhilfe zu schaffen und entsprechende Veränderungen in der Gesetzgebung vorzunehmen. Bisher wissen wir nicht, was damit passiert ist, weil es eben auch die Aufforderung gab in der Entscheidung, dass der Staat innerhalb von 6 Monaten Stellung nehmen soll. Die 6 Monate sind noch nicht rum und es liegt noch keine Äußerung der spanischen Regierung zu diesem Fall vor. Ich denke, sobald wir es vorliegen haben, werden wir da auch entsprechend darüber informieren. Ich habe jetzt hier noch mit aufgenommen, damit man sieht, dass da auch Dynamik drin ist, auch wenn es bisher nur eine erfolgreiche Beschwerde gibt. Und zwar bei der Session, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, hat der Ausschuss sich mit 2 Beschwerden beschäftigt. Einer davon wurde eben als nicht zulässig erklärt und in dem zweiten Fall hat der Ausschuss eben keine Paktverletzung festgestellt. Um welche Fälle es dabei ging, kann ich leider nicht sagen. So, zum Abschluss nochmal vielleicht auch als Zusammenfassung die Frage nach der Wirkung. Ich möchte nochmal betonen, die Arbeit des Ausschusses hat keine direkte rechtliche Verbindlichkeit. Also es handelt sich nicht um Gerichtsverfahren, weder bei der Individualbeschwerde noch eben im Staatenberichtsverfahren gibt es etwas, was dann unmittelbar umgesetzt werden muss. Was aber der Fall ist, ist, dass der Staat sich auf jeden Fall dazu verhalten muss. Das wird er aber nur tun, wenn das auch von anderen eingefordert wird. Das heißt, man kann sagen, die Arbeit des UN-Sozialausschusses entfaltet ihre Wirkung eigentlich erst dann so richtig, wenn sich andere auf die Arbeit des Ausschusses beziehen. Das heißt, entweder, dass die Regierungen selber die Arbeit des Ausschusses so ernst nehmen, dass sie das als einen eigenen Prozess verstehen, intern ja, damit arbeiten, mit den Empfehlungen, sich öffentlich dazu bekennen, Positionen beziehen. Oder Gerichte, die sich eben in ihrer Rechtsprechung auf die Rechtskommentare des Ausschusses beziehen oder die in ihre Rechtsprechung Empfehlungen aus Staatenberichtsverfahren oder aus Individualbeschwerdeverfahren mit einbeziehen. Nationale Menschenrechtsinstitutionen, die ja
genau den Auftrag haben, dafür dazu beizutragen, dass internationale Menschenrechtsabkommen national umgesetzt werden. Oder eben ganz stark auch Zivilgesellschaft, die ja überhaupt diese Themen, diese Anliegen, diese Rechtsverletzungen überhaupt erst beim Ausschuss zum Thema gemacht hat. Im Umkehrschluss heißt es dann wiederum für die Zivilgesellschaft, dass wenn man mit dem UN-Sozialausschuss arbeitet, das eigentlich auch nur ein Element unter vielen ist. Also man wird nicht drumherum kommen, sich Gedanken zu machen, wie gehe ich mit den Medien um, welche Beziehungen möchte ich mit der Regierung in diesem Fall oder in diesem Anliegen spielen, wie kann ich die nationalen Menschenrechtsinstitutionen mit einbeziehen. Also es ist eigentlich immer ein Zusammenspiel verschiedener Akteure und verschiedener Anliegen, die man zusammenbringen muss. Aber ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, und das ist weiterhin sehr dynamisch und wird sich, glaube ich, auch noch weiterentwickeln, dass die Arbeit des Sozialausschusses da punktuell sehr, sehr wichtig sein kann und oft auch festgefahrene Prozesse dann wiederbeleben kann, wenn man das dann entsprechend nutzt. So, das soll erstmal mein Schlusswort sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch ein ganz, ganz langen Link eingeführt. Wer nochmal sich schlau machen möchte auf Deutsch über die Arbeit des UN-Sozialausschusses, kann das auf der Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte machen. Ansonsten, wie gesagt, kann ich ans Herz legen, unser Wegweiser durch den UN-Sozialausschuss, durch die Website. Das alles findet man bei uns auf der Website. Vielen Dank.